willkommen zu Nordfalk mit mir, der Maxwell V. Heute sind wir in Halle Saale, in DB-Museum Halle Saale. Also wir sind im Museum des Deutschen Reichsbahngeländes. Koblenz ist Deutsche Bundesbahngelände, habe ich jetzt gerade erfahren. Ich bin schwer gespannt, was es alles hier gibt. Wir starten sofort. Null 80. Ja, die Baureihe 089-10-04. Baujahr 1906. Hersteller Breslauer AG des Eisenbahnwagenbau für Maschinenbau. Ein Interessant. Oh Gott, das ist so ein Weicher. Höchstgeschwindigkeit 45 km/h, Länge 9,460 mm, Gewicht 44 Tonnen, Astfolge CH2, Leistung 690 PS. Wow, von den deutschen Reichsbahnen. Sogar das Modell ist auch immer sehr hübsch, das ist auch nicht schlecht. Sieht auch hübsch aus so. Die kenne ich doch auch. 2,50 sogar. Das Modell. Schön. Ja, wir schauen gleich nochmal weiter. Das rote Signal war durch, auch nicht schlecht. Die fahren einfach durch, ein rotes Signal. Ganz klar. Auch nicht schlecht. Noch eine Dampflok von der Deutschen Reichsbahn und eine Curve. Welche Generation? Weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht. Ich schätze eine Curve 3. Warte, die haben wir gleich an, die andere E-Lok. Die E-Lok, wie wisst. Man kann nichts lesen, oder? Doch jetzt. Ja. Da haben wir zum Lesen. Dampfspeicherlokomotive FLC3, Baujahr 1969. Hersteller VEB Lokomotivenbau Karl Max Babelsberg. Techniker starten, ja. Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. Länge 9
1.840 mm, Gewicht 34 Tonnen, Achsfolge C. Ist also eine recht leichte Lokomotive, wo ich ein bisschen abgerastet wurde. Ja, das war hier ein ehemaliger Lokschuppen. Oh ja, I251, 112, besonders, ja, die 112, schön. Und sogar noch Einzellack-Sachen. Offene KLE, bla bla. Das ist noch ein Dampfer. Okay, jetzt kommen wir in den Dampfer an. Die E1831. Was haben wir hier? Also hier die E1831. Und Baujahr 1937. Hersteller Allgemeine Elektrik. Was? Ich kann es nicht lesen, sorry. Elektrisches Geschäftes, die AG Berlin. Höchstgeschwindigkeit 180 km/h. Das ist sportlich. Länge 16.920 mm, Gewicht 106 Tonnen, Achsfolge DO1. Ach, kurz. Leistung 4.133 PS, meine Güte. Also hat richtig Power, man kann sogar im Führerschein reingehen. Machen wir auch gleich jetzt. Dann machen wir jetzt sonst hier noch. Okay. Das war früher die alte Technik von für diese. Und das wollen wir. Ich sag nur eins, es ist ziemlich eng dazwischen, aber es ist sehr interessant hier drin. So ist ein Motor. Ich kann kein Video machen, weil es einfach viel zu eng für mich wäre. Nur es geht auch tatsächlich. Und deshalb habe ich nur ein Foto schicke. Euch noch ein Foto zeigen. Hier ist noch ein weiterer Dampflok. /3. Alles. 052-4900, Baujahr 1943. Hersteller Maschinenbau und Bahnbedarf AG voraus Orenstein und Koppel. Leitaufgabe Verkehrsmuseum Dresden. Technik, Daten, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h, Länge 22.975 mm, Gewicht 141,9 Tonnen, Achsfolge 1EH2, Leistung 1700 PS. Hier ist noch so ein Block, die Triebkopf von der E44. Hier ist nochmal hier 141. Oh. Und, ja, das kenne ich von der Ludmilla. Das ist ein Führerpult von der Ludmilla. So, wunderschön. Hier sieht man noch die alte Rallye-Steuerung. Und wenn man das drückt, das war zum Beispiel. Zack. Okay, da finden wir nichts. Okay, irgendwie fehlt mir nicht, aber putzig sowas. Ja. Die überspringen wir und gehen wir weiter. Weil gleich kommt wieder eine schöne, genau, 212. 001. Das ist gut.
Das sieht interessant aus, so. So sieht man das mal das von innen. Und da ist die Liste. Rein können wir leider nicht, die ist abgesichert. Ist aber auch nicht irgendwie gut empfindenswert. Läuft bei einem Martin mittlerweile, weil der ist da drin, es ist ziemlich scheiße eng. Noch enger als andere. 103-10-10 haben wir hier. Da kann man so runtergehen, aber will ich ja nicht. Hier nochmal eine Curve. 102-001, die erste Curve von der Deutschen Reichsbahn. Und ein Schienenbus. Das ist cooler. Ein Moment. Da haben wir es auch. Diese Lokomotive der Baureihe 102. Also 102-01-5. Also eine Curve. Baujahr 1972, Hersteller VEB Lokomotor Heimax Babel Höchstgeschwindigkeit 42 km/h. Länge 6,940 mm. Ich glaube, das heißt kaum nicht so. Gewicht 24 Tonnen, das ist recht wenig, also recht gut. Achsfolge B und Leistung 22 PS. Das ist eine sehr schwache Lok. Und hier haben wir. Oh, was geil ist. Da kann man auch gleich reingucken. Ein Moment, ich bin hier da. Leider kann man nicht in die rein, das ist schade, aber egal. Hier haben wir eine DRV100. Also 112-457-7. Von der Deutschen Reichsbahn. Und da hinten ist noch so ein Arbeitswagen, wo ich leider nichts sagen kann, weil ich es nicht kenne. Leider kann man auch nicht reingehen. Das ist schade, finde ich auch. Na gut. Hier haben wir eine Ludmilla. Warte, eine Person, glaube ich, eine 101-9. In Originallackierung. Also ich kann mal ein bisschen Glück nach hinten zu gehen. Ich habe gerade von diesen anderen noch keine solche Tafel gesehen. Neben Schaufel. Ja, schöne alte Lok. Was haben wir hier für einen Dingspunkt? Was haben wir hier? 135-706. Baujahr 1959. Hersteller VEB Waggonbau Görnitz. Höchstgeschwindigkeit 70 km/h. Länge 13,100 mm oder Punkt, Gewicht 25 Kilo, das ist ganz schön, wenig, deswegen, ja, Leistung 150 PS, also auch ziemlich schwach, wenn ihr mich fragt. Und von dem hat leider keine Tafel, was ich recht schade finde. Ist es jetzt ein Triebzug oder also einfach nur ein Lock. Keine Ahnung, egal. Was haben wir hier? Eine 312-244-7. Ist auch eine eine Diesel. Ja, aber gucken wir kurz mit dem Stückchen weiter. Ah, hier kann man nochmal den Stromabnehmer, den Palmetraf sehen. Was steht da? Achso, ist klar. Ja, hier sieht man noch den Bügel, der Schleifbügel. Und das ist richtig. Also hier ist heute ist dieser Stromabnehmer. Und hier haben wir, was ich wirklich sehr schade finde, dass sie so in schlechten Zustand hier ist. Ein U-Boot. So meldet man die. Baureihe 282-802-5. Hier steht. Und die ist leider ziemlich, naja, die sieht es auch ziemlich kaputt aus. In ziemlich schlechtem Zustand. Also Höchstgeschwindigkeit, Entschuldigung, Baujahr 1970, Hersteller VEB Lokomotivenbau, kein Meister, das mal. Höchstgeschwindigkeit 120 km/h, Länge 19,460 mm, Gewicht 95 Tonnen, Achsfolge CC. Leistung 2x 1200 PS. Ist recht stark eigentlich.
Eine starke. Aber die hat auch viele Kinder. Und wie man sie guckt an, oh weia, die sieht sehr, sehr mitgekommen aus. Selbst die fällt eben sogar teilweise sogar das Dach. Die ist richtig zerstört. Also ich sag nur, oh weia. Das sieht wirklich sehr schlimm aus. Hier sieht man das Dach. Oder hat einfach nicht viel gedacht, rechts das Dach. Jetzt sag mal, hier ist das ja, ach du Schande. Und hier haben wir also hier mal einen Scherenstromabnehmer. Sieht wirklich schrecklich aus, finde ich so. Ja. Was ich hier sind 343. Die teilen natürlich nicht dazu, hier sind Abstellungen so rum. Und was ich bitte finde, hinten sind noch weitere, die 155 oder 250. Aber da dürfen wir leider nicht hin. Das ist doch Schwachsinn. Oh. Da hinten sind die anderen noch schön Loks und da kommt noch was gegen Eskan. Und noch ein paar Wagen, aber sonst hier nichts. Also bis jetzt ist es ja, muss ich wohl zugeben, Halle-Saale ist eine große Enttäuschung. Weil das also ist halt paar dran, aber es ist halt sehr klein. Nur es ist ein Lokschuppen hier. Sonst nichts. Also ich muss leider zugeben, ich empfehle euch Halle-Saale nicht wirklich. Ich empfehle eher Koblenz zum Beispiel. Es ist ja recht schön, aber es ist nicht. We'll be right back.